Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider. So, wir sind immer noch in unserer psychiatrischen Hölle, würde ich es gerne nennen. Und müssen hier versuchen, dieses Mal mit ein bisschen mehr Geschick die Männer da, die dann gleich da oben runterkommen, auszuschalten. Wenn man sagen, auf da. Ein Wunder, dass noch nicht alles hochgegangen ist. Vielleicht müssen wir die Öffnung in der Grube wieder verschließen. Wenn's lose ist, überlassen wir es der nächsten Schicht. Hey, lasst euch nicht zu lange Zeit. Ich will weiterspielen. Ja. Was ist, wenn die Unheiligen rausfinden, wie man die Scheiße anzündet? Scheiße. Okay. Ich hasse es hier. Also, ich sehe mir das mal an. Du kannst hier bleiben. Danke, Mann. Das war nicht allzu schick, aber so. Oh, Entschuldigung, Lara. Das war jetzt nicht allzu schick, aber so haben wir wenigstens nicht allzu viel Aufmerksamkeit auf uns gelenkt. Oder dahin pinkeln. Den Geocache würde ich auch gerne mitnehmen. Steht oben da hin? Ja, Sensor aus. Langsam hier hoch. Was zur Hölle? Oh. Hey. Ich hoffe, Scheiße, das war zu spät. Eindringlich in die Katakomben! Versucht sich zu umgehen! Aua. Das geht nicht. Sag mal, wie viel halten der bitte schön aus? Waren das alle? Ja, ich weiß. Zu Anfang lief es ganz gut und danach wurde es einfach nur noch schlecht. Tut mir leid. So. Ja, mein Tagebuch? Ja, komm, lesen wir jetzt. Alicia, Schätzchen. Ich wollte das nicht schreiben, aber ich muss. Denn es ist vielleicht meine letzte Chance. Deine Mama ist in Schwierigkeiten. Und ich bin möglicherweise eine sehr lange Zeit weg. Ich weiß nicht, wann und ob du das hier je liest. Aber du sollst wissen, dass ich für dich gekämpft habe. Alles in meinem Leben war für dich. Die Jobs, weg von zu Hause, das gesparte Geld, die vielen Opfer. Ich bedauere, was du jetzt alles ohne mich durchmachen musst. Falls ich nicht zurückkomme, suche Conrad Roth. Du kennst ihn nicht, aber er ist der beste Mann, den ich je getroffen habe. Und er ist dein Vater. Du hast deine Augen. Du bist das Licht meines Lebens. Und ich liebe dich über alles. Okay. Also sicher ist auf jeden Fall, falls Reyes nicht lebend von dieser Insel hier runterkommt, dass Lara bestimmt Alicia den Brief geben wird. Aber wir sind positiv. Sie kommt da lebend raus. Okay, also da unten können wir auf jeden Fall was machen. Das habe ich schon gesehen. Glitzert es da unten? Nee, das ist eine Katakomben. Neues Lager. Ach, da oben. Okay. Hier können wir auch was abdrehen. Machen wir gleich mal. Wir bestimmt keine gute Idee sein. Weg. Tut dir nicht gut. Oh. Ich muss ehrlich sagen, es ist ein sehr schönes Lager hier oben. Ach, voll, war ja klar. Das setzen wir uns mal hin. Vielleicht hat ja Lara was zu sagen. Nö. Toll. Dann halt nicht.
Dann geht's also gleich weiter. So, bevor wir jetzt hier irgendwas in Brand stecken, möchte ich gerne gucken, ob wir hier unten schon mal was aktivieren können. Ach, nicht in der Ecke, hier vorne meine ich natürlich. Nee. Nö. Okay. Gut. Dann also hoch. Obwohl es heute hier die Explosion nicht reichen für... Warte mal, hier kommen wir hoch. Kommen wir hier einfach so hoch? Ich würde es trotzdem zuerst gerne mit dem Rampf machen. Nö. Und hier oben? Was kann man denn hier oben schönes machen? Ah, ich wäre so gar nicht erst hochgekommen. Ich verstehe. Okay, alles klar. Ja, ich will hier eigentlich nur gucken, ob hier vielleicht noch irgendwie was Schönes für uns rumliegt, aber scheint nicht der Fall zu sein. Gut, dann geht's weiter. Oh Mann, ich hatte den Gestank vergessen. Es ist still. Ich glaube nicht, dass sie da unten ist. Wollen wir einfach gehen? Nein, wir müssen sicher sein. Durchsuchen wir die Grube. Hey, was ist da unten los? Oh hey, Messiah schickt uns. Wir sind auf sein Befehl hier. Einige Vollstrecker haben es gesagt. Er war es nicht persönlich. Er will einen der Gefangenen. Den neuen, der gerade gebracht wurde. In Ordnung, gehen wir. Und dann bringen wir ihn zu Nikolai. Gemeinsam. Ja, sicher, sicher. Die neue, bitteschön. Das war keine kluge Idee. Wo kommt der denn jetzt her? Wo? Der nächste? Zu spät gesehen. Die neue, bitteschön. Der neue. Die brauche ich gleich, der neue hier. Da kommen wir wieder hoch. Das ist schön zu. Oh, Entschuldigung. Lara, aber kurz gefährlich. Oh, es tut mir leid, aber das musste sein. Ich würde auch. Ah, nee, ich kriege ja Pfeile von den Leichen. Ja, siehst du, dass wir hier runtergegangen sind. Hallo? Danke. So. Geht's hier jetzt in der Höhle oder geht's da oben weiter oder geht's hier? Ah, alles klar. Jetzt hat sich die Frage mal erledigt. Oh, nee, Moment. Ach, den habe ich gar nicht gesehen. Der hat sich schon so seiner Umgebung angepasst, dass ich ihn gar nicht gesehen hatte. So, dann hopps. Hier hoch. Wieder ein paar Erdbeeren. Hä? Warum? Ach, das ist der Regen. Ich dachte, das ist wieder dieses Vergiftungsdingens da. Kann sagen, ich sehe ihn nirgendwo. Ich hab's lang gedrückt, was soll das denn? Willst du mich verkackt, Albert? Ach du Heilige, was ist. Oh, was ist denn hier unten los? Oh, Mädel. Was
mit Mellis ist es nicht Lara gemeint, sondern ich. Ja, gut, komm mal hier. Finde ich gut, mal ein paar Pfeile sparen. Obwohl, die bekommen ja nachher, oder? Na. Von der Seite auch? Hallo! Oh ne, es vibriert schon wieder. Nein, geh weg, geh weg, lass mich in Ruhe. Und dann ist los. Halt, aus der Schuss, Lara! Wo ist der nächste? Na toll, jetzt habe ich den Bogen gespannt. Wenn ich jetzt nicht treffe, wird es peinlich. Das waren alle. Oh nein, Glück. So, schnell alle abluden hier. Na, abluden. Dankeschön. Na toll. Ja, richtig toll hinbekommen. Ich weiß, ich hätte mir jetzt ganz, ganz viele Pfeile und die ganze Kampfsequenz hier sparen können, hätte ich einfach hier das Gift da aktiviert, damit es Boom macht, aber tja, bin halt nicht die Schnellste. Alter. Ja, der nächste. Ein Tagebuch liegt hier vorne, habe ich schon gesehen. Lesen wir mal das Tagebuch. 5. Juni 2011. Oh. Die Jahre vergehen und ich höre jetzt im Schlaf ihr Flüstern. Es ist die Sonnenkönigin. Sie drängt mich zum Weitermachen. Bei jedem Sonnenaufgang sehe ich ihr majestätisches Gesicht. Bald ist es soweit. Meine Solari arbeiten in ihrem Namen, errichten eine Stadt aus allem, was sie auf die Insel gebracht hat, foltern und opfern in ihrem Namen. Bald ist es soweit. Wir werden die eine finden. Ich sehne mich nach Flucht, aber nicht einfach von der Insel. Von allem. Den Wracks, den Leichen und dem Dreck. Wenn ich meine Königin zurückbringe, verschwindet das alles in einem Augenblick. Und wie die Morgensonne wird sie Land und Meer in ihrem Licht baden und alles verbrennen. Und dann erstehe ich aus dieser verbrannten Erde. Wiedergeboren und rein. Ja. Ja. Kann ich nicht anzünden? Nein. Nein, kann ich nicht. Okay. Controller vibriert jetzt. Ja, also er steht jetzt definitiv fest. Ich habe euch Unrecht getan. Er ist verrückt, aber verrückt vor Glauben. Verrückt vor Glauben? Der Glauben. Der Glaube hat ihn verrückt gemacht. So, jetzt habe ich es. Ja, was soll ich da jetzt groß zu sagen? Das ist halt einfach... zu machen. Natürlich nicht schön. Ich will auch gar nicht wissen, wie viele Opfer er auf dem Gewissen hat. Was hat mir das jetzt gebracht? Timing gefragt. Okay, alles klar.
Ja, da. Tut mir leid. Wie kann ich den wieder zurückziehen? Hallo? Ach, okay, ich dachte zuerst, den muss ich hier. Ich laufe jetzt einfach mal. Käfig ist übertrieben. Seit der Flucht des Alten wollen sie kein Risiko mehr eingehen. Diese Neuen machen nur Ärger. Wir sollten sie alle zu den Oni schicken. Und? Was wird jetzt wohl passieren? Die Sonnenkönigin. Sie wird uns endlich von hier wegführen. Dann ist alles real? Das heißt, sie ist real? Ja. Und nichts wird uns aufhalten. Ich glaub's nicht. Nach so langer Zeit. Alles wird sich jetzt ändern, Bruder. Wart's ab. Willst du mich verarschen? Hinter ihnen ist... Ja! Das war echt krass, Lara. Wie zum Teufel kommst du hier rein? Ich hatte ein bisschen Hilfe. Grimm? Ja. Er hat's nicht geschafft. Scheiße. Mann, ich dachte immer, den könnte nichts umbringen. Er hat sich geopfert, damit ich es hierher schaffen konnte. Ein Rettungshelikopter ist auf dem Weg. Sie halten Sam allein fest. Habt ihr Whitman gesehen? Er kam wohl nicht bis zu den Gästezimmern. Mr. Showbiz lässt es sich wohl gut gehen. Wir werden ihn finden. Und Sam auch. Aber von hier oben sind wir machtlos. Irgendwie kriege ich euch da schon raus. Okay. Wir müssen das Ding lockern. Los, Jungs. Nochmal. Okay. Bereit? Jetzt! Es ist sinnlos, Reyes. Bereit? Jetzt! Verdammt nochmal! Lara, hier läuft eine komische Scheiße ab. Sie haben von einem Sonnengeist geredet. Sonnenkönigin. Die alte Herrscherin von Yamatai. Das ist doch ein Witz. Du meinst, das hier ist Yamatai? Ja, sieht ganz danach aus. Na, das ist ja mal was. Haben wir es also doch gefunden. War nicht ganz so wie erwartet, was? Die Untertreibung des Jahres. Sam hat irgendetwas damit zu tun. Ihr Anführer glaubt, sie sei so eine Art Schlüssel. Na toll. Einen eigenen Charles Manson haben sie auch? Er heißt Matthias. Arme Sam. Hoffentlich finden wir sie. Alles der Reihe nach. Erstmal müssen wir aus dem Käfig raus. So, darf ich? Ja? Quatsch mir gerade niemand rein? Okay. So. Willst du mich verarschen? Hinter den drei Wachen ist die ganze Höhle eingestürzt in riesen Holter die Polter. Und die hören das nicht? Was? Alter, was? Da. Nee, da fällt mir echt nichts mehr ein. Halt doch jetzt! Ja! Ja! Huch! Sehr gut, Lara! Papa, und das jetzt hier, bitte schön. Hier wird's langsam instabil. Nee. Der Boden wölbt sich schon. Vergiss es, Lara. Hol uns einfach nur hier raus. Auf der anderen.
anderen Seite ist noch ein Gegengewicht. Du machst das großartig. Eins noch und wir können alle zusammen hier raus. Jetzt mal ganz ruhig hier. Ach, das ist der Ausgang dann hier. Alles klar. Spring rüber. Wir halten den Käfig ruhig. Ich ahne Schlimmes hier. Okay, was jetzt? Das andere Gegengewicht. Es ist da drüben festgemacht. Mhm. Oh Gott, das wird sowas von schief. Komm ich da rüber? Kann ich mich hier irgendwo an den Dingern da vielleicht dann festhalten? Nö. Oh. Entschuldigung, Lara. Gut, dann nochmal hoch. Alter, wie sind die Wachen bestimmt? Hab ich einfach nicht gehört. Da muss ich wohl irgendwie hier auf das Dings da kommen, ne? Entschuldigung, Lara. So schon mal nicht. Let's play in die Länge ziehen hier. Da komme ich nicht hoch. Okay, ich muss hier rüber. Ich hab. Ja, natürlich muss ich da oben dann hoch, aber natürlich wie immer auf Umwegen. Bleib. Heppa. Ach, Moment mal, hier ist ja auch noch so ein Ding. Was mir genau gar nichts bringt. Vielleicht ja. Und. Nee, auch das funktioniert nicht. Oder bin ich einfach nur doof rangesprungen? Weil eigentlich hier ist weiß, eigentlich müsste ich mir hier festhalten können. Betonung auf eigentlich. Nee. Keine Chance. Ich bin. Oh. Hallo, mitnehmen? Danke. Ich klettere dann nochmal hoch. Einfach nur, weil es so schön ist, der Weg. Ich setze aber auch gleich mal den Instinkt ein. Ja, das ist mir ja schon bewusst hier. Nur, ich verstehe das Prinzip nicht so ganz. Ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt, verstehe ich dieses Prinzip hier gerade nicht so ganz. So, wenn ich den hier aktiviere, schleudert das Ding in die Richtung da. Wenn ich den da oben aktiviere, passiert gar... Ach, Timing oder wie? Ja. Oh oh. Oh oh. Hey, ich hab ein kleines... Danke, Jonah. Das war knapp. Oh, Scheiße, wir haben ein Problem. Irgendwo festhalten. Der Käfigboden ist weg. Sieh runter. Da ist überhaupt kein Boden mehr. Wir müssen raus aus diesem Ding. Oh Mist, das ist übel. Lara, sei bloß da. Dann schwingt er einfach mal mit. Mann.
Brücke. Der Hubschrauber ist bald da. Lara sucht noch Sam und Whitman. Außenrum, echt jetzt? Willst du mich verarschen? Ich würde jetzt gerne Burning Man sagen, aber... Na gut, jetzt habe ich es gesagt. Also hier da dieses Festival, ne? Vor dem Absturz gehört. Das Ritual aus Emikos Grab. Was interessiert Matthias so daran? Da sind Leute im Rettung eingebracht. Bewegung! Entschuldigung. Was? Ihr schießt immer noch auf mich? Hier bricht alles zusammen und ihr schießt auf mich? Alter, was? Habt ihr nichts Besseres zu tun? Aua! Und hier ist alles heile. Oh. Lara, du lebst. Sie ja auch. Ich meine, sind Sie okay? Was war los? Sie sehen mich nicht als Bedrohung, deswegen kann ich mich hier fast frei bewegen. Wussten Sie, dass Sie an ihm festgehalten werden? Ja, Sam ist da drin. Aber ich kann Sie nicht befreien ohne Waffe. Diese Solari sind ein anthropologisches Wunder, Lara. Das sind irre Mörder, Dr. Whitman. Wir müssen unsere Leute da rausholen. Natürlich, klar. Ich passe hier auf. Ruf mich, wenn es sicher ist. Ich glaube, du verstehst nicht. Du wurdest auserwählt, Samantha. Das ist eine große Ehre für dich. Für uns alle. Manche haben schon geglaubt, wir finden dich nie. Und jetzt bist du hier. Bitte, ich weiß, Sie denken, ich bin was Besonderes. Das bin ich nicht. Und ich will nicht auserwählt sein. Es geht nicht darum, was du willst, sondern darum, was du bist. Emikos Blut fließt durch deine Adern. Ich denke, du weißt das, Samantha. Sie sind irre, Matthias. Warum tun Sie das? Du suchst nach Logik und Vernunft, aber da ist keine. Denselben Fehler habe ich auch begangen. Ich dachte, uns könnten Schiffe erreichen und Flugzeuge nicht vom Himmel fallen. Ich will einfach nach Hause. So wie ich, Kleine.
Seit Jahren habe ich auf das hier gewartet und mein Leben gegeben. Denk nicht, ich hätte nicht versucht, von hier wegzukommen, von diesem Ort. Wir alle sind gefangen. Aber du, Samantha, du hast die Macht, uns zu befreien. Viele haben für diese Gabe ihre Seelen freiwillig gegeben. Die Brände werden schlimmer. Das andere Mädchen ist weg. Das muss ein Ende haben. Dimitri, bewache sie mit deinem Leben. Lara, oh mein Gott, du bist hier. Ich war hier schon kurz vor Durchdrehen. Ist okay. Ist okay. Alles wird gut. Meine Waffen. Wie sollen wir hier nur wieder rauskommen? Wir müssen los, bevor er zurückkommt. Wollte ich eigentlich auch die Pistole. Geht doch. Gott, das war ja jetzt gerade eine Geburt hier. Ich könnte Munition gebrauchen. Ja, ich finde jetzt hier mitten im einstürzenden Palast bestimmt irgendwo ein Lager, wo ich kurz aufrüsten kann. Danke für den Hinweis, Spiel. So, aber wir scheinen ja jetzt wirklich safe zu sein gerade. Also so safe man in dem Augenblick gerade sein kann. Und darum würde ich sagen, wir machen kurz ein Folgenpäuschen und gucken, wie wir hier dann später rauskommen. Gut, bis dann. Tschüss.